Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Folge Outriders. Wir sollen die Sonde finden, das ist das Ziel. Ich glaube, wir werden direkt alleine. Bewegung auf 9 Uhr, was Großes. Alle Einheiten, bleibt wachsam, Umgebung sicher. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, wir werden hier direkt erstmal alleine losgeschickt, neuer Planet. Keiner weiß, was uns erwartet, aber ja, wir machen das schon. Gar keine Frage. So. Wow, ich sehe sowas wie hyänenartige Viecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Na, egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich. Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben bestimmt saftige Steaks ab. Na, ob das wirklich Pflanzenfresser sind, mag ich mal ganz stark bezweifeln. So, ach cool, wir können mit der Taste Tab uns einen Leitfaden geben lassen. Da hinten zieht ein ganz schönes Unwetter auf, hier vorne ist alles noch relativ fröhlich. Rennen können wir nicht. Zumindest nicht. Eins von diesen Kuhviechern sonstig direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ist zwar nicht gerade Priorität, aber wenn ich mich dem Ding nähern kann, versuche ich's mal. Also ich würde ja vieles machen, aber sicherlich... Na, jetzt hier rüber geht nicht. Doch, ich musste nur genug an die Ecke ran. Hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da braut sich ein Sturm zusammen. So, zum Sammeln von Daten E gedrückt halten. Das machen wir doch glatt. Die Sonde hat eine harte Landung hingelegt. Die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte, Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ Alpha, euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weitersuchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Okay, weiter geht's zur zweiten Sonde. Ich ganz schön viele komische Geräusche hier. Aber ich scheine wirklich nicht sprinten zu können. Also zumindest nicht mit den Tasten, die man so kennt. Kommt eventuell einfach noch. Wir sollen vielleicht erstmal die schöne Gegend genießen. Ah, und in dem Moment... Na, das ist doch schön. Tagebuchnotiz freigeschaltet. Das Tal. Gründung der Kolonie. Standortkandidaten. ECA-Bericht. Aufgrund von ständigen Interferenzen in der äußeren Atmosphäre können wir immer noch keine geeignete Position für eine Landung identifizieren. Der Outrider-Notfallplan wird beim Ermitteln unserer besten Optionen für die Gründung der Kolonie von entscheidender Bedeutung sein. Bilder von der Oberfläche zeigen ein breites, wahrscheinlich fruchtbares Tal. Die Berge und dichten Täler. Wälder, Entschuldigung. Die dieses Tal umschließen könnten als Lieferanten natürlicher Rohstoffe und als natürliche Barriere gegen eine potenziell feindselige Planetenfauna fungieren. Okay. Also ich werde sowas definitiv immer vorlesen. Damit man natürlich auch den ganzen Background und generell ein bisschen was über die Welt hier erfährt. Wenn es jetzt zu viel sein sollte, also wenn man jetzt irgendwo ein Tagebuch mit 1 Million Seiten findet, dann natürlich nicht. Dann könnt ihr gerne pausieren und weiterlesen. Aber immer mal so kleine Einträge und Geschichten muss schon mal drin sein. Hey, Cuthbert, gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Hey,
Habt ihr eure Gummistiefelchen? Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. War ja klar. Gewalt hilft immer. Die Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. Ich glaube, jetzt geht's los. Was ist denn das Ekliges? Ins Auge. Nee. An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiße! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Liegt irgendein schwarzes Zeug durch die Luft und an deiner eigenen Spucke verschluckt? Sehr passende Frage. Ja, anscheinend ist Corona auch auf dem Planeten angekommen. Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Rücke vor. Die SM Flores flog 83 irgendwas. ECA Hauptquartier, wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe, vermasselt das nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich. Maxwell, Mist. Einheit 2, bleibt auf Position, wir kommen zu euch. Bereitet das Sanitätszelt vor, falls ihr schnell handeln müsst. Ich stand gerade da zum Beobachten drücken, aber leider war ich zu spät dran. Auf jeden Fall komisches Zeug, was hier durch die Gegend fliegt. FFP2-Maske leider nicht mit dabei. Jetzt können wir nochmal beobachten, da ist er. Sieht natürlich wie ein ganz lieber Pflanzenfresser aus. Ich suche die verirrte Sonde. Was macht Skarstad? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Saprophyt oder Methyl? Habe ich mit zu Proben nehmen. Naja, wir laufen erstmal hier lang. Oder wir laufen den Weg, den uns das Spiel vorgibt. Und ich habe fast das Gefühl, dass wir gleich so einen lieben Pflanzenfresser erlegen. Ja. Kann ich irgendwie ausweichen? Ausweichrolle, WSAD und drücke links, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Wir sind natürlich direkt nach vorne gerollt. Warum auch nicht? Uah. Geh mal weg. Sag mal, Brudi. Hält aber viel aus. Captain, eins der Kuhviecher hat mich angegriffen. Es ist durch irgendwas wild geworden. Ich musste es töten. Seid vorsichtig. Verstanden, Outrider. Jetzt sieh zu, dass du die Sonde findest. Irgendwo hier in der Nähe musste sein, aber wir haben noch einen neuen Tagebucheintrag. Jetzt kann ich nicht mehr Taste G drücken. Ah, das stand gerade noch da. Na gut, dann halt ein anderes Mal.
Da ist sie. Die kleine Sonde. Und ich werde das Gefühl nicht los. Tanner, ich hab sie. Gut, hol dir die Festplatten und dann raus da. Dass uns hier noch was erwartet. Warte mal. Sie läuft nur im Relais-Modus. Tanner, das Signal kommt gar nicht von der Sonde. Es kommt von außerhalb des Suchbereichs, von irgendwo auf dem Planeten. Unmöglich. Hier ist doch sonst keiner. Sichere die Festplatte. Wir analysieren das Signal in der Basis. Verstanden. Verdammt! Das Ding wird gegrillt, Hannah. Gib uns die Frequenz. Scheiße. Trägerfrequenz 97, Tanner, hörst du mich? Scheiße. Oh, oh. Oh, Scheiße. Tanner? Tanner! Ich weiß nicht, was hier für eine Scheiße los ist. Was zum Teufel? Ja, geht doch gut los. Ach, ausweichen, das macht immer Laune. Oh Gott. Nicht gucken, lauf. Wir gucken natürlich trotzdem erstmal. Man geht ja eigentlich davon aus, dass so ein Planet vorher erstmal ein bisschen beobachtet wird, bevor man da eine Kolonie hinschickt. Also bevor man da Leute hinschickt zum Kolonisieren, aber anscheinend nicht. War wohl doch sehr dringend. Er löst sich einfach auf. Vielleicht Antimaterie-Teilchen. Beast Mode. Sagt auch, Gewalt hilft. Lässt du uns einfach im Stich, der Jakob? Oder doch nicht? Ich nehm's wieder zurück. Schwere Verluste! Mögliche Kontamination! Ich brauche in der Basis eine Quarantäne, verstanden? Yeah. Shit! Maxwell, was zur Hölle ist hier los? Wonach sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen, es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Tanner, hier! Hilfe! Sanitäter, versorgt sie! Na los! Stopp. Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen.
Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Nein! Ausmerzen. Sofort! Verbrennt die Leichen, verdammt! Ich glaube, jetzt müssen wir mal dazwischen grätschen. Oh, okay. Kurz gebackt. So, cool für Waffenwechsel. Ich hol mir Maxwell. Alles klar. Wir haben auch... Klar, sobald du deine verdammten Schergen zurückweist. Sergeant Major, die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Florence warnen. Deine Outriders haben diese gefährliche Situation geschaffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn. Gegenstände aufheben mit E. Wir haben ein seltenes Sturmgewehr. Kann's nicht... Ah doch, ich kann's aufheben. I, um Inventar zu öffnen. Und da schauen wir doch mal nach. Eine Pumpgun haben wir schon. Wir haben aktuell doppelläufige Waffe Standard und hier haben wir 115. 40er Magazin, 600 Schaden, 750 Schaden und ein 60er Magazin. Die ist zwar stärker, aber ich weiß nicht. Wir können... Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, wir sind bei Handfeuerwaffen drin. Okay, wir können nur gegen eine von den beiden tauschen. Ja, wir können sie mal nehmen. Auch wenn sie jetzt zwar eigentlich ein bisschen schlechter ist. Aber okay, wir probieren mal alles aus. Boah, die geht eigentlich ganz gut ab. Ja, was denn das? Ich sehe sie leider nicht und Granaten haben wir nicht zum Werfen. Wir müssen weiter vorrücken. Aber die Lags zwischendurch nerven doch etwas. Wo ist er hin? Ah, ganz schlechte Deckung, die ich mir da ausgesucht habe. Maxwell hat eine Blockade errichtet. Wir sind alles niederbrennen. Warum? Damit er die Fakten verdrehen und behaupten kann, die Outrider sind verwandelt. Er muss sterben. Outrider, warte. Maxwell ist der Einzige, der die Landung ablenken kann. Du musst ihn zur Vernunft bringen. Tja, so schnell werden aus Freunden Feinde. Ah, ich erwische seinen Kopf nicht. Ah, was? Ach, geh doch weg damit. Oh, Gott. War eigentlich eine ganz gute Position. Also bisher bockt's wirklich. Ich liebe halt, habe ich ja schon gesagt, so Taktik-Sachen, so mit in Deckung gehen und schießen. Und gerade dann auch noch so dieser Rollenspielcharakter, der zwar aktuell noch nicht durchkommt, aber wir stehen ja auch gerade noch ganz am Anfang. Aber wenn wir dann noch schön aufleveln, geile Waffen und Kombinationen und Skills und so kombinieren, das wird schon mega, mega geil. Habe ich zumindest so das Gefühl. Wir sind schon wieder alleine. Weiß nicht, wo die Frau hin ist und die anderen Soldaten, aber die waren ja eh irgendwie alle ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, wir sind der Einzige, der irgendwie noch einigermaßen klarkommt neben der Frau. Aber irgendwas ist auch mit uns. Tötet die Verräter! Lasst sie nicht näher kommen! Da ist er doch. Maxwell. Dann stelle Maxwell zur Rede. Ja, schwierig gerade. Aber er wird dann bestimmt am Boden liegen. Und wir können noch ein letztes Wort oder einen letzten Satz mit ihm sprechen. Tu das Richtige! Blass sie ab! Verschieb die Scheißlandung! Es ist zu spät! Hey,
Ihr da! Helft mir mit den Verwundeten! Sie müssen zur Krankenstation! Hier drüben! Na los, bewegt euch! Bei deiner ersten... Das kann man nicht lesen, so schnell wie es lädt. Muss mir wieder einen alten Rechner kaufen. Oh, warte. Ist es fast da? Das wird wieder... Scheiße, das ist aber dann dein Problem. Okay, hier. Es wird so gemacht! Was machst du da? Du gehst wieder in den Kälteschlaf, bis die Docs dein Leben retten können. Mach dich nicht lächerlich, ich bin erledigt. Aufpäppeln ist nicht mein Ding. Ich fange gar nicht erst an zu lesen. Macht keinen Sinn. Wann ist etwas wirklich vorbei? War es, als ihr die Erde verlassen habt? War es, als du sahst, wie das erste Raumschiff in Flammen aufging? Als du sahst, wie die anderen Outriders vor deinen Füßen starben? Als du dich selbst sterben sahst? Doch Enoch ist noch nicht fertig mit dir, Outrider. Wie ich immer sage, es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Und wieder raus aus dem Kälteschlaf. 700 Jahre vergangen. Auf jeden Fall sieht's nicht so gut aus hier. Du, aus welchem Jahr bist du? Ja, welches Jahr? Was? Ist das deine Kapsel? Wo waren die Ablenkknoten? Komm schon, Doc. Wir müssen los, sie kommen. Willst du sie zurücklassen? Das sind Outriders. Deswegen sind wir nicht hier. Tut mir leid. Okay. Ist ein bisschen düster geworden hier auf dem Planeten, würde ich meinen. Sah davor etwas friedlicher aus. Stehen bleiben, Arschloch! Hier ist noch einer! Outrider. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Tot? Mach mich los, dann siehst du's! Die Anomalie kommt. Mal sehen, wie schnell du bist. Ins Niemandsland. Wie die anderen. Scheint auf jeden Fall ein bisschen was passiert zu sein in der Zeit, wo wir geschlafen haben. Achtung, Achtung! Na los, Bewegung! Der Sturm kommt! Los! Wo zum Teufel bin ich? Scheiße, halt die Fresse! Du da, auch ICA, oder? Im Niemandsland müssen wir zusammenhalten, wenn wir überleben wollen. Was überleben? Den großen Sturm, der unsere Ärsche grillt. Ihr zwei sollt euer Maul halten! Ihr seid da, na los! Zurück, zurück! Was zur Hölle ist hier los? Sie haben einen Verhinderten, der reißt unsere Leute in Stücke, ihr müsst hier raus! Wohin der Sturm kommt? Den Verhinderten sind Stürme scheißegal! Fahr hinten rum! Durch den Bau! Das schafft ihr doch nie! Wir werfen die hier raus und suchen Deckung! Und bring den Captain um die Show, hast du den Bau? Achtung! Jetzt steh nicht! Das ist irgendwie gar nicht mal so geil hier. Bin mal gespannt. Der Mann war verwundet. Ist besser so. Wehrt sich nicht mehr. Los, los, los. Wie lange geht das schon? Was? Der Krieg. Wie lange, verdammt? Wer weiß. Seit vor meiner Geburt. Das ist völlig unmöglich. Anscheinend ist es doch nicht so unmöglich. Wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal ein Folgenende. Fast wo? Wo
bringt ihr uns hin? Ich sollte überhaupt nicht was hier. Was ist los mit dir? Eben erst aufgewacht, oder was? Kälteschlaf. Vorhin, Ich bring dich auf den neuesten Stand. Hier ist das Paradies, das ihr Outriders uns versprochen habt. Verdammte Alienstürme, kein Dach, kein Essen, ausgestoßen wie Verbannte. Und die ECA-Kumpel schlagen sich den Bauch voll. Blödsinn, so war's nicht. Die Elektronik hat versagt. Wir hätten euch auch in den Kapseln verrecken lassen können. Wir haben euch gerettet und... Hab ich nicht gesagt, du sollst die Fresse halten? Sollte man lieber nicht. Das Tor ist offen, haltet die Luft an. Ach du Scheiße. So gut, bevor er wieder quatscht, morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.